Viele mögen vielleicht denken, dass die Steinmetzarbeiten grob sind, aber im Grunde genommen ist das genaue Gegenteil der Fall, weil man sehr fein arbeiten lernt. Ist es bei mir so, dass ich am besten arbeite, wenn es wirklich ruhig ist, also läuft auch kein Radio oder so, ne? Weil ich mich dann am besten auf die Sachen einlassen kann. Und dann kann ich auch am besten schauen. Meine Konzentration ist dann einfach am höchsten. Ich komme immer wieder so an Punkte, wo ich merke, dass alles andere spielt jetzt keine Rolle mehr. Ne? Ich stehe da und klopfe oder ich zeichne was und so. Und dann fliegen die Stunden, die fliegen einfach so weg. Und dann, ich gehe manchmal erholt nach Hause und denke, huch, das war jetzt ein Arbeitstag. In den ersten Jahren habe ich manchmal gedacht, Mann, wie kriegst du denn das alles zusammen, was du gemacht hast? Ich war ja auch noch längere Zeit im Ausland, in verschiedenen Städten gelebt. Und je näher ich mich mit diesen Steinen befasst habe und je mehr sich das so entwickelt hat, umso mehr habe ich auch verstanden, dass das alles sich darin wiederfindet. Sowohl das Theologiestudium als auch die Architektur, auch die Semester, die ich an der Freien Kunstschule war, das fließt alles da rein. Ich habe ja viele verschiedene Arbeiten so gemacht im Laufe der Zeit. Und dann war ich tatsächlich mal, habe ich als Gärtner gearbeitet, außerhalb von Hamburg auf dem Dorf. Und da sagte dann die Garteninhaberin zu mir, hier, ich habe so einen Brunnen, da müsste mal was von abgesägt werden, so ein Betonstück, fahren Sie doch mal zum Steinmetz. So, das habe ich mir dann ins Auto gepackt, bin zum Steinmetzen gefahren und da habe ich tatsächlich das erste Mal so richtig einen Steinmetzen wahrgenommen. Und das werde ich nie vergessen, bin ich auf den Hof gerollt. Hab das gesehen, dachte mir, wow, das mache ich. Das mache ich. So Schriften hauen, das läuft so durch. Ich mache aber halt eben auch viel oder gerne auch die gestalterischen Sachen. Das ist für mich auch mehr geworden, ist glücklicherweise. Ne, so. Das ist ja auch mein Wunsch. So, das war ja auch mein Wunsch bei der Berufswahl. Dass ich immer kreativer arbeiten kann. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das ist ein Auftrag, den habe ich von der Kirche gekriegt. Da arbeite ich jetzt schon seit eineinviertel Jahren dran. Und dann ist so die Idee, hat sich entwickelt, ein neues Projekt in Form eines Urnengemeinschaftsgrabmals zu starten. Und dann habe ich die Idee zur Diskussion gestellt, ob man nicht vielleicht den Kirchturm, die Form des Kirchturms aufnehmen könnte und auch ein Holzteil zu diesem Grabmal dazustellen kann. Ich wollte gerne noch ein anderes Element aufnehmen. Es gibt ein großes, rundes Kirchenfenster, was sehr markant ist von St. Andreas. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht ganz schön, ein Kreuz daraus zu machen und das in dieses Portal einzufügen. Und an die Flanken von diesem Portal, wie ich es immer nenne, links und rechts, kommen dann die Tafeln, wenn jemand verstirbt. Und dann ist genug Platz, dass da 20 oder vielleicht auch 25 Personen wieder zu finden sind. Die Grundidee war, einen alten Hügelstein dort, der schon auf dem Friedhof vorhanden ist, fortzuführen. Das dieser alte Stein an eine andere Stelle kommt, da alles neu gemacht wird und ich einen Entwurf mache, indem ich den Grundriss von St. Andreas Havestehude aufnehme und man hat quasi einen engen Kontakt zu diesem Ort, wo das Gemeindegeschehen stattfindet. Boah, das ist schon zäh, das Zeug da. Ich habe ein tolles Berufsleben. Ja, ich kann mich so frei bewegen und ich bin in meinen Entscheidungen so frei, flexibel und habe mich auch wieder gefragt, was würdest du machen, wenn du es nochmal entscheiden könntest? Ich würde das hundertprozentig wieder machen.